Hallöchen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge von Stygian. Ehrlich gesagt habe ich inzwischen vergessen, ob das so ausgesprochen wird, aber ich hoffe, es war richtig. So. Oh, in dem Gang waren wir schon mal. Oh. Oh. Ich habe ein mieses Gefühl bei der Sache. Ganz ruhig. Bisher bist du doch gut klargekommen. Jetzt müssen wir nur noch den Ausgang öffnen. Dieser Typ hat versucht, uns aufzuhalten. Wir sollten uns beeilen. Es ist nur... Ich habe wirklich das Gefühl, dass etwas hier nicht stimmt. Dann geh mir aus dem Weg. Okay. Na gut. Sind wir etwa im Bad End irgendwie? Aber was haben wir getan, dass wir das verdient haben? Nun, mit diesem Messer... Ich muss mein Blut auf dem Altar verteilen. Das wird wehtun. Was tust du? Wir können nicht fliehen, wenn du mich das nicht tun lässt. Wir haben keine Zeit dafür. Oh. Warum funktioniert das nicht? Ist das eine Art kranker Witz? Das ist es nicht. Wir können das Ritual nicht durchführen. Hä? Warte, hinter dir! Beruhige dich! Was ist mit... geht es dir gut? Ich... Es geht mir gut. Um ehrlich zu sein, ich habe diese seltsamen Visionen. Visionen? Du musst erschöpft sein. Wir sind in diesem Labyrinth gefangen, und zwar schon eine ganze Weile. Nein, es fühlte sich so real an. Es tut mir leid. Schon okay. Kannst du denn weitermachen? Wir können hier ein bisschen pausieren, wenn du willst. Nein, es geht schon. Lasst uns gehen. Puh, ich bin erleichtert. Naja, ey, was... Ach, ich bin gespannt. Hoffentlich wird das erklärt mit den Schatten. Hoffentlich bleibt das nicht so einfach das Mysterium dieses Ortes. Ach so, okay, das ist der Durchgang. Moment, ich speichere mal nochmal. Ich hatte übrigens letztes Mal vergessen zu speichern. Dann musste ich nochmal ein Stück machen. Keine Ahnung, warum ich das vergessen habe. Was schaut ihr euch da an? Hier ist ein Messer. Wieso ist das hier? Vielleicht sollten wir das mitnehmen. Ich stimme zu. Lasst es uns mitnehmen. Dann nehme ich es an mich. Das ist eine tödliche Waffe. Wärst du bereit, ein Leben zu nehmen? Wenn die Situation es erfordert? Wärst du überhaupt stark genug, um dieses Monster zu verletzen, wenn es uns verfolgt? Vielleicht nicht. Vielleicht sollte er es an sich nehmen? Klar, ich kann's nehmen. Ha. Nun, bitte sei vorsichtig damit. Natürlich. Oh, das Geräusch. Nerd. Rituelles Messer erhalten. Okay, wir können uns das ja mal eben anschauen. Der vom Schicksal Erwählte muss dieses Messer nehmen und sein Blut vor dem Altar verteilen. Gut. Wir schauen mal, ob die Situation das erfordert. Hey. Ja? Das ist nur eine Hypothese, aber wenn jemand, den du kennst, dich verletzt, wie würdest du reagieren? Nun, das hängt davon ab. Wenn es ein Unfall ist, dann könnte ich der Person vermutlich vergeben. Aber wenn es Absicht wäre, das wäre schon problematisch. Ich glaube, das ergibt wohl Sinn. Und warum stellst du so eine Frage? Ach, ich war nur neugierig. Sorry, dass ich das Thema überhaupt erwähnt habe. Was? Wieso passiert das manchmal? Das war schon mal gewesen. Oh nein, ich hoffe, das hat nichts mit dem Ende zu tun. Stimmt, auf den Seiten stand auch jeweils etwas. Das sind die Notizen, die ich dir vor einer Weile gegeben habe. Wenn du dir eines der Bücher anschaust in der Bibliothek. Etwas, ich denke... Ah. Ach, nichts. Jedenfalls, ich denke, du solltest wirklich zu einem Doktor gehen, sobald wir hier raus sind. Ich glaube nicht, dass ich derjenige bin, der einen Doktor braucht. Was stand nochmal in diesen... Okay, hier geht's nur darum, dass man seine... Das sind die drei Steine? Hm. Ich
weiß nicht. Was hätte ich ihm denn sonst zeigen können? Das ist mysteriös, diese Momente, wo das passiert. Ich spiele das jetzt erstmal so weiter durch, aber mal gucken. Vielleicht probieren wir das dann noch... Hä? Hey, es ist nur sein Gefühl, aber ich glaube, wir sind fast am Ende angelangt. Vielleicht die blaue, wo das dann um das Opfer geht? Weißt du, so langsam denke ich, dass in diesen Papieren nur eine Menge Scheiße steht. Lass uns einfach den Ausgang finden. Ach, ich kann alles. Okay, wartet mal. Brauchst du Licht? Bitte? Vergiss, dass ich was gesagt habe, sorry. Ich probiere mal das nochmal. Hey, du kannst es zurückhaben. Ach, jetzt sagt er? Okay, mein Feuerzeug. Behalt es ruhig. Vielleicht brauchst du es ja noch für etwas. Ich speichere jetzt nochmal einen Moment. Ich probiere mal, was passiert, wenn ich so ein Messer, also das Messer zeige. Dieses Messer. Vielleicht hat es etwas damit zu tun, wie wir hier rausgelangen sollen. Hm. Es wäre nett, wenn wir das niemals verwenden müssten. Definitiv. Na gut. Hui! Scheinbar kann man sich einfach halt unterhalten über die Gegenstände, die man gerade dabei hat. Ich denke, diesen Raum sollte ich erstmal in Ruhe lassen. Ich guck mir erstmal die anderen Räume an. Halt! Ich will aber, dass du hier... Ach, das gibt's ja nicht. Ich darf das nicht entscheiden. Na gut, dann halt erstmal den anderen. Ein Buch. Ein einzelner Tisch, umgeben von Säulen. Was ist das? Hey, also... Ach so, das sollte ich mitnehmen. Schwarze Seite erhalten. Ich wollte gerade sagen, also so schnell kann ich mir nicht merken, was da steht. Schwarzes Papier und ein seltsames Muster ist darauf eingezeichnet. Ich denke, ich mache ein Foto einfach, weil das dann immer ein bisschen einfacher ist, weil ich dann das, was dann auf dem Bildschirm ist, noch sehen kann. Okay. So. Ja, dann mal weiter, ne? Hä? Ach so, hier geht's nicht weiter. Hä? Kann ich irgendwas... Oder muss ich hier wieder auf dem Boden irgendwas machen? Moment. Wartet, jetzt muss ich doch direkt das Foto nochmal reinmachen. Komm schon, Galerie, öffne dich. Ich habe leider meinen Speicher voll, deswegen meckert mein Handy zwischendurch immer. Also so wie hier sieht das auf jeden Fall nicht aus, dieses Bild. Vielleicht darf ich jetzt hier lang? Ah, okay, jetzt darf ich. Hier ist wieder ein Schatten. Und was da? Oh je, hoffentlich verlaufe ich mich hier nicht. Das sieht... Hui! Moment, hier steht etwas geschrieben. Oh, das ist... ja, um das finale Ritual zur Öffnung des Ausgangs durchzuführen. Gib das Messer dem ausgewählten Opfer. Während seines Opfers muss er sein Blut auf dem Altar verteilen. Und er muss es ehrlich meinen. Nur das Opfer von jemandem, der im Labyrinth gefangen ist, kann den Ausgang öffnen. Ach so. Das letzte Ritual. Es ist fast vorüber. Blut über dem Altar verteilen und es ehrlich meinen. Was bedeutet das? Du hast uns so weit gebracht. Ich bin mir sicher, das findest du heraus. Hast du irgendeine Idee, was das bedeuten könnte? Ich glaube, es beschreibt die Methode, wie wir hier rauskommen. Ja? Ja, da steht, dass einer von uns, naja, sich auf dem Altar töten muss, damit die anderen beiden fliehen können. Was? Steht das da wirklich? Ich bin mir sicher. Was zur Hölle? Ja, so würde ich das durchaus auch. Was bedeutet das? Nochmal speichern. Ich gehe mal rein. Ah,
Das sieht doch aus wie auf dem Bild. Was ist denn da? Okay, das geht einfach gar nicht auf. Ein Kristall. Ja. Die Frage ist, welche sind die weißen Punkte, welche die schwarzen? Ich versuch mal. Was passiert denn? Och nö. Echt jetzt? Das muss ich lösen, dieses Rätsel? Oder reicht es, wenn einfach alle an sind? Jetzt wären alle an. Das ist doch schön. Können wir nicht einfach alle anlassen? Huch. Wow. Was ist das denn? Jetzt glüht er ja richtig krass. Okay. Das kann jetzt ewig dauern und das werde ich definitiv nicht onscreen machen, sondern ich probiere jetzt einfach so lange, bis wir das hinbekommen. Okay, der Kristall ist im Boden verschwunden. Gut, die Geister bewegen sich auch nicht mehr. Oh je. Ach, mal wieder. Ja, dieser Raum schon wieder. Sieht aus wie der Ausgang. Hey, er? Gib mir das Messer. Hä? Aber wir müssen das Ritual durchführen, um den Ausgang zu öffnen. Das stand doch in der Inschrift. Erinnerst du dich? Ja, das tue ich. Da stand, sein Blut verteilen. Mit Aufrichtigkeit. Lass mich das Messer sehen. Das Ritual, um den Ausgang zu öffnen. Darf ich es tun? Nein! Ich meine, das musst du nicht. Ich kümmere mich darum. Hey! Er verhält sich schon eine ganze Weile so, nicht wahr? Das macht mir irgendwie Angst. Von Weitem habe ich ein Auge auf ihn geworfen. Er flüstert all diese seltsamen Dinge zu sich selbst. Er ist verrückt. Bitte, vertrau mir. Lass ihn dich nicht zum Narren halten. Jetzt plötzlich will er die einzige Waffe? Das mag ich überhaupt nicht. Es wäre sicherer, wenn du stattdessen einfach mich das Ritual durchführen lässt. Ach so, das sind wahrscheinlich einfach die beiden Enden. Wir geben es erstmal ihm. Danke. Nun, geht mir aus dem Weg. Was? Oh, das bringt doch nichts. Seid ihr bescheuert? Also ist er bescheuert? Da steht doch ganz klar, dass man, also so habe ich es verstanden, sein eigenes Blut aufrichtig vergießen soll für die anderen. Aber wieso? Weil das Messer das Einzige ist, was den Job erledigen kann. Was zur Hölle hast du getan? Beruhige dich. Dachtest du, du wärst der Einzige, der diese Visionen hat? Das waren keine Visionen. Die fühlten sich so real an, weil sie real waren. Es war so seltsam. Meine Erinnerungen kamen Stück für Stück zurück, nachdem ich neben dieser Frau erwacht war. Drei Leute wurden in dieses Labyrinth gebracht. Die leichten Umrisse eines Hexagramms um uns herum, als wir erwachten, ist Beweis genug. Einer in dem grasigen Raum, in dem ich erwachte, einer in dem du neben dem Wassertümpel erwachtest und einer in dem Raum unterhalb der Bibliothek. Oder eines, ein Hexagramm. Und, was willst du damit sagen? Du hast gerade eine Frau umgebracht. Nun, das würde bedeuten, dass es nur eine Person pro Hexagramm gibt. Verstehst du denn nicht, wohin das führt? Es gibt hier noch eine Person? Tja, es gab eine. Die Frau, deren Leiche wir in jenem Raum gefunden haben. Unmöglich, das bedeutet dann ja... Oh nein! Du hast recht. Ich bin nicht diese Frau. Nein, ich bin diejenige, die euch beide hierher gerufen hat. Ich bin neugierig. Wie weit zurück kannst du dich erinnern? Wer zur Hölle bist du? Warum hast du sie getötet? Das ist dir immer noch nicht klar? Sie hat genervt. Selbst wenn ich alle Bücher in dieser verdammten Bücherei zerstört hätte, selbst wenn ich
mit sie, also alle Bücher mit Büchern ersetzt hätte, in denen ich mich selbst beweihräuchere, trotzdem hätte sie es herausgefunden. Hä? Wow! Aber ich komme vom Thema ab. Ich höre jetzt auf, mit euch beiden zu spielen und werde mit diesem wundervollen Körper, den ich gefunden habe, fliehen. Ich muss euch beiden wirklich danken. Es war sehr lustig. Sag mir, wie oft haben wir das schon getan? Oh, seht ihr all diese schwarzen Bilder? Ganz ehrlich, ich habe nicht mitgezählt. Es war nur sehr häufig und häufig und häufig. Es war so häufig, dass es in eure Gehirne eingebrannt wurde, offensichtlich. Ach, es macht einfach so viel Spaß, mit euch zu spielen und noch bin ich nicht fertig. Genau wie dieses Buch sagte. Oh, du erinnerst dich also. Hey, aber solltest du nicht in der Lage sein, jetzt durch den Ausgang hinaus zu gelangen? Diese Frau ist tot. Und sobald du durch die Tür durch bist, sollte alles wieder normal werden. Was meinst du damit? Woher weißt du das? Das haben wir doch schon mal getan. In dem Moment, in dem mir klar wurde, was hier los war, da hatte sie bereits das Messer in der Hand. Aber weil ich dazwischen gegangen bin beim Opferritual, ist das Ritual gescheitert. Aber was ist mit ihr? Warum ist sie nicht einfach durch den Ausgang gegangen, nachdem sie einen von uns getötet hatte? Ich kann nur die Tür öffnen mit dem Blut dieses Typen. Du und diese Frau, das waren nur Nebenschauplätze. Ich wollte nur einen von euch hierher bringen. Ich weiß nicht, warum es dann drei wurden. Du wirst es schon bald herausfinden. Hör mir zu. Wenn sich diese Tür öffnet, dann rennst du so schnell du kannst und schau nicht zurück. Du wirst das Ritual durchführen? Wir haben wohl keine große Wahl. Oh, du meinst also wirklich, du kannst diesmal gewinnen? Dieser neue Körper verlangsamt dich ziemlich, hä? Huh? Du Idiot. Oh, wie zuversichtlich du bist, nachdem du so viel verloren hast. Ich tue das nicht, um zu versuchen zu gewinnen. Nun oder nie. Oder jetzt oder nie. Du wirst dich wirklich selber opfern? Das sind zu viele Schleifen, um sie noch zu zählen. Und das hast du noch nie in irgendeiner davon versucht. Was? Hast du etwa zu große Angst zu leben und mich zu bekämpfen? Was willst du erreichen? Ich wette... nicht. Was nicht? Hey, tut mir leid, dass ich das tun muss. Was? Oh, tatsächlich. Die Tür ist offen. Nein! Ich hab doch gesagt, ich versuche nicht zu gewinnen. Geh! Jetzt! Ist nur noch das Auge. Das Ritual ist jetzt vollständig, nicht wahr? Es ist ja das erste Mal, dass ich das sehe. Deswegen bin ich mir nicht sicher. Ich habe es zunächst nicht gesehen, aber... mir fiel auf, wie du mir gefolgt bist, während wir immer wieder die Schleife vollzogen haben. Da habe ich 2 und 2 zusammengezählt. So gesehen hast du dir das selbst angetan. Ich kann dir gar nicht genug danken. Scheint, das ist das Ende für uns beide. Ich wünschte, ich müsste nicht sterben und dabei in dein ekelerregendes Gesicht starren. Oh. Moment. Ich bin ein bisschen nervös. Okay, da kann ich nicht lang. Ach so, wahrscheinlich muss ich links rüber. Oder auch nicht. Oder ich muss weiter nach oben. Ach so, das war eben, glaube ich, schon so dieses Krankenhauspiepen von dieser Maschine. Kann das sein? An die man angeschlossen ist. Wie heißt das denn? EKG oder so? Oh, sie sind also wach.
Ich hatte so einen seltsamen Traum. Ich kann mich an nichts erinnern. Was ist geschehen? Autounfall. Der Fahrer hatte einen Herzanfall und ist über den Zebrastreifen gefahren, hat sie und eine Frau getroffen, die gerade die Straße überqueren wollten. Ich hatte schon Sorge, dass sie beide nie mehr aufwachen würden. Seltsamerweise sind sie beide zur selben Zeit aufgewacht. Moment, sie sind noch nicht so weit, sie können noch nicht aufstehen. Sie müssen noch im Bett bleiben, die nächsten paar Wochen zumindest noch. Wochen? Aber Moment, sie ist auch erwacht? Okay, also wir waren zu dritt in diesen Autounfall verwickelt scheinbar. Und deswegen sind wir zu dritt da gelandet. Und das Monster oder das Wesen hat sich ja des Körpers bemächtigt, von ihr. Und wir waren dann in diesem Loop. Aber ich verstehe noch nicht alles, muss ich ganz ehrlich sagen, von dieser Geschichte. Du kannst dir gar nicht vorstellen, welche Sorgen wir uns gemacht haben. Wir sind hierher gekommen, so schnell es ging, nachdem sie uns zugelassen haben. Wenn du nur wüsstest, wie viel deine Mutter geweint hat, als sie dich zum ersten Mal in diesem Zustand gesehen hat. Deswegen komme heute nur ich. Bitte, ruh dich etwas aus. Weißt du, was dem Fahrer des Wagens zugestoßen ist? Der Fahrer? Nun, während du bewusstlos warst, habe ich die Familie kontaktiert. Er ist gestorben, bevor du aufgewacht bist. Die Familie konnte die Operation nicht bezahlen. Verstehe. Naja, über die Ausgaben können wir später reden. Wann darf ich denn wieder nach Hause? Mir geht es schon besser. Ich habe mit dem Doktor gesprochen, während du geschlafen hast. Er meinte, du könntest morgen Nachmittag entlassen werden. Das freut mich. Ich möchte dann auch morgen gehen. Es tut mir wirklich sehr leid, aber meinst du, den Tag der Entlassung bekommst du alleine hin? Ich habe schon so oft auf der Arbeit gefehlt. Ich denke schon. Ich habe für dich auch ein Outfit ausgewählt. Ist im Schrank dort drüben mit einigen deiner Dinge. Übrigens, hast du angefangen zu rauchen? Hä? Wovon redest du? Ich rauche nicht. Naja, ist nur komisch, dass du ein Feuerzeug dabei hast. Findest du nicht auch? Feuerzeug? Oh, mein Kopf. Was ist los? Geht es dir gut? Hey. Huh? Könnten Sie mir die Kontaktinformationen der Familie des Fahrers geben? Klar, Kid. Klar, Kleiner. Mein Name steht auf diesem Schild geschrieben. Ich habe bereits alles mitgenommen. Ich muss nicht wieder hinein. Okay, es ist wirklich nur das, was wir dabei haben. Ich speichere mal nochmal. Da kann ich nicht hin. Das ist der Raucherraum. Und ich rauche nicht. Na gut. Hier können wir auch gerade nicht rennen. Das ist der Raum von jemand anderem. Den können wir auch nicht reden. Nope. Gut, die Leute erkenne ich alle nicht, meint er. Okay, ich glaube, wir müssen jetzt nicht uns jede Tür anschauen. Oh, da ist sie. Ist irgendwas? Nein, nichts. Sie muss alles vergessen haben. Das ist vermutlich das Beste. Okay. Hä, Astral? Ich dachte, Gustav hieße der Entwickler. Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Hä? Bin mir ganz sicher, auf der Seite stand sogar nochmal, dass der Entwickler so heißt. Aber okay, egal. Okay, ich muss sagen, die Story von Cat in the Box war ja komplex. Aber die hier ist vermeintlich eigentlich weniger komplex gewesen, aber ich habe sie
weniger verstanden. Also, ja. Ich habe es irgendwie nicht so ganz kapiert. Also klar, wir wurden von diesem Wesen in diese andere Welt gebracht. Aber was war das Wesen? Und was wollte es eigentlich von uns? Ich habe das nicht so ganz kapiert. Wollte es raus aus dem Labyrinth? Also es war ja... Da stand doch irgendwas, dass dieses Wesen... Nee, ich komme nicht drauf klar. Sacrifice, ja, irgendwie ist da noch eine ZIP-Datei mit extra Material. Ich gucke mir mal an, was das andere Ende, also die andere Entscheidung auslöst. Wir sehen uns sofort wieder. So, schauen wir mal. Das müsste ja eigentlich das Bad End sein. Danke sehr. Nein! Was hast du getan? Oh. Ich schätze, jemand anderen zu opfern zählt nicht? Mann, was für eine Vergeudung. Oh. Was? Hä? Was ist das für ein Ort? Wieso bin ich hier? Ich verstehe nicht. Hallo. Wer bist du? Ich denke, ich werde das diesmal etwas früher klären. Was? Aha, okay. Aha. Okay, also sie ist dieses Monster und dementsprechend ist das, weil ja die Lore verbunden sein soll mit Cat in the Box, ist sie auch das Wesen im Anwesen. Also dann würde ich sagen, hat sie es immer noch nicht geschafft, abzuhauen aus ihrer Existenzebene. Will immer noch in die reale Welt wechseln und sie hat es früher hier schon versucht mit diesem Dreiergespann, das sie entführt hat. Aber jetzt war Girl dran in Cat in the Box und in dem einen Ende bringen wir sie ja leider dann mit raus. Scheinbar? So viele Fragezeichen über meinem Kopf, Kopf, Kopf. Ja, also ihr könnt ja gerne nochmal in die Kommentare schreiben, was eure Interpretation des Ganzen ist. Ich bin etwas überfordert. Das war mir jetzt doch etwas zu verwirrend. Obwohl, vielleicht steckt auch einfach nicht mehr dahinter, als ich eben gesagt habe. Ich vermute nur irgendwie, weil Cat in the Box so, ja, doch sehr tiefgründig war und vieles noch offen blieb, beziehungsweise der Interpretation offen blieb, finde ich das hier so jetzt verwirrend. Simpel halt, eigentlich. Das Einzige, was mir nicht so ganz klar war, war jetzt wirklich, warum hat sie mit diesem Dreiergespann immer wieder gespielt? Sozusagen. Warum hat sie den Loop immer wieder stattfinden lassen? Statt... Also, ja, was war da das Problem? Wieso ist es ihr nicht gelungen, da rauszukommen? Also, warum hat sie das eigentlich als Loop kreiert? Also... Hat sie doch gehofft... Ja, was? Hä? Genau, das ist mir, glaube ich, nicht klar. Das ist so mein Problem. Warum hat sie... Oder hat sie das echt nur gemacht, um die halt zu quälen? War das ihr einziges Ziel? Also schreibt gerne in die Kommentare. Würde mich wirklich, wirklich interessieren. Und mir ist es leider nicht so ganz klar. Es hat mir Spaß gemacht, aber es ist wirklich sehr weit entfernt von Cat in the Box. Vom Entertainment-Faktor. Also Cat in the Box war einfach unschlagbar. Das war so ein geiles Spiel. Stygian war okay. Aber ja, mehr auch nicht, muss ich leider sagen. Es war in Ordnung. Aber es hat er ja auch selber gesagt, ne? Hatte ich schon am Anfang des Let's Plays gesagt. Er meinte, Leute, das ist hier ein Freeware-Game vor vielen Jahren entstanden. Von daher ist das total okay. Es hat mir trotzdem Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Und ja, dann schauen wir mal, was uns als nächstes auf dem Channel erwartet. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.